Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar über die Neuigkeiten von Orchid Capture Version 16.6. Wir gehen gleich los, wir legen gleich los. Die Unterstützung von Windows 8 wird im aktuellen Release 16.6 gewährleistet, jedoch noch nicht mit dem Basisrelease, sondern wir werden in der ersten Hälfte vom nächsten Jahr, 2013, werden wir einen Hotfix bereitstellen, mit dem dann auch Windows 8 unterstützt wird. Wir werden von Windows 8 nur die Desktop-Version unterstützen, also nicht Windows RT, welches Sie auf irgendwelchen Mobile Devices installiert haben. Diese Windows-Version werden wir nicht unterstützen. Version 16.6 ist zudem der letzte Release von der Version 16. Die nächste Version wird Version 17.0 sein. Diese ist geplant für das erste Halbjahr 2014. Und in der Zwischenzeit werden wir pro Halbjahr einen Superhotfix oder pro Quartal einen Superhotfix zur Verfügung stellen. Der Superhotfix unterscheidet sich von einem normalen Hotfix in der Form, dass er auch neue Funktionen bereitstellen wird. Der Vorteil davon ist, dass wir nicht warten müssen bis zum nächsten Release, bis neue Funktionen bereitgestellt werden können. So, gehen wir zu den neuen Funktionen in Capture. Wir bieten darin einen neuen Flow, das ist der Schematic Driven Pre-Route Analysis, also Sie können eine Signal Integrity Simulationsumgebung in Capture 0 starten. Dann gibt es ergänzende Befehle, kleine Anpassungen, das ist sogar zum Beispiel ein Safe-Befehl, ein Safe-S, der wurde überarbeitet. Dann die CIS-Referenznummern wurden überarbeitet, auch das Find und Replace und Open as Read Only. Und ein Cache-Update. Dann weiter gibt es Erweiterungen bei der neuen Funktion Netgroup, die ja in der Version 16.5 eingeführt wurde. Und Erweiterungen bei den hierarchischen Blöcken. Wir gehen gleich in Details zu diesen einzelnen Funktionen. Neu ist eine Signal Integrity Umgebung in Orchid Capture. Sie können das heißt, Sie können bereits auf Schaltplanebene entsprechende Simulationen ausführen und so die Signalqualität analysieren. Der ganz grobe Workflow ist hier beschrieben. Das heißt, Sie müssen natürlich dann bereits auf Schaltplanebene entsprechende SI-Modelle zuweisen, den einzelnen Bauteilen. Dann DC-Netze kennzeichnen. Diese werden benötigt für die Extraktion der einzelnen Netze, für die Topologie. Dann erfolgt die eigentliche Topologie-Extraktion in den Orchid Signal Explorer, wo Sie dann weitere Konfigurationen vornehmen können und das Ganze analysieren. Sie können in der Signal Integrity Umgebung auch entsprechende Constraints definieren, also Vorgaben für das Layout und diese dann zurück nach Orchid Capture speichern. Diese Constraints oder Regeln werden dann auch in die Netzliste in den PCB-Editor synchronisiert und dort auch im Constraint Manager dargestellt. Es gibt zwei Anwendungsmethodologien. Davon ist abhängig, ob das eine Person ist, die den Schaltplan erstellt und auch die entsprechenden Analysen ausführt. So sehen Sie das schemahaft dargestellt, wie das dann, wie der entsprechende Austausch der Daten funktionieren könnte. Beziehungsweise, wenn das zwei User sind, gibt es da eine definierte Schnittstelle, wo Topologien exportiert werden können. Diese können dann vom SI-Analyst übernommen werden. Diese simuliert das Ganze und definiert entsprechende Constraints, die dann über ein sogenanntes Top-File wiederum exportiert werden können und das kann dann in Capture importiert werden, um die Regeln auch zu übernehmen. Das Ganze werden Sie später noch live sehen. Neu überarbeitet wurde auch die Save-Funktionalität, also Speicherfunktionalität in Orchid Capture.
Bearbeitete Teile eines Schaltplans, eines Designs werden neu mit einem Stern markiert. Sie sehen so, in welchem Design bzw. in welchem Schematik, auf welcher hierarchischen Ebene bzw. auf welcher Schaltplanseite wurde eine Änderung ausgeführt, welche noch nicht gespeichert wird. Das wird dann mit einem Stern markiert. Sie wissen dann ganz genau, welche Teile gespeichert werden müssen. Sobald Sie den Speicherbefehl ausführen, verschwindet der Stern wieder. Neu gibt es einen Save-As-Befehl, der ein komplettes Capture-Projekt unter einem neuen Verzeichnis speichert und nach Bedarf auch den lässt sich der Projektname ändern. Das ist ganz einfach aufzurufen, auch im Projektfenster auf Design Resources die rechte Maustaste drücken, Save As auswählen und dann entsprechend neues Verzeichnis und neuen Projektnamen definieren und speichern. Unter den Settings gibt es noch Optionen. Sie können auch alle verlinkten Dateien mitkopieren in das neue Verzeichnis. Und so haben Sie eine vollständige Kopie vom Originaldesign in einem neuen Ordner gespeichert und gegebenenfalls auch noch umbenannt. Dieser Vorgang war bisher innerhalb von Capture nicht möglich. Man musste manuell im Windows Explorer die Dateien kopieren und gegebenenfalls auch umbenannt. Das Find and Replace wurde überarbeitet. Die Funktion als solches gibt schon länger. Neu ist es möglich, dass Sie Suchausdrücke definieren können. Sie sehen hier ein Beispiel. Sie können mit der Pipe arbeiten und auch Lumenbereiche festlegen. Also dieses Beispiel, was hier dargestellt ist, findet alle Bauteile mit Referenznummer, Präfix C oder R. Und der Nummernbereich zwischen 2 und 9. Sie können auch sonst mit Platzhaltern arbeiten, also mit Typ 2 Stern würden Sie alle Footprints finden, die mit diesem String in der Bezeichnung starten. Beim Global Replace können Sie neu auch nach Off-Page-Konnektoren suchen und diese gegebenenfalls global umbenennen. Auch der Cache-Update wurde überarbeitet. Hin und wieder kommt es vor, dass Sie zwar optisch das gleiche Symbol haben in dem Schaltplan, aber im Design-Cache sind davon mehrere Versionen vorhanden. Und es war bisher sehr aufwendig, diese so zu optimieren, dass im Design-Cache dann nur noch eine Version verfügbar ist. Neu können Sie diese mit gedrückter Steuerungstaste oder Kontrolltaste selektieren. Und dann für beide gleichzeitig den Replace-Cache-Befehl ausführen. Sie werden dann die neue Bibliothek, das neue Symbol und beide Versionen werden dann ersetzt durch das neu selektierte Symbol. Das ist ein globaler Befehl, der wirkt sich auf das komplette Design aus. Somit sind eigentlich für Replace-Cache und auch Update-Cache beide der gleiche Funktionsumfang verfügbar. Wenn Capture bisher alte Designs geöffnet hatte, welche in früheren Versionen erstellt wurden, dann war es so, dass gleich beim Öffnen das Design-File auf das aktuelle Format konvertiert wurde. Das hatte insofern den Nachteil, wenn jemand eigentlich das Design nur read-only öffnen wollte, um irgendwelche Daten nachzuschauen, dann war das nicht möglich, ohne dass Design-File geändert wurde beim Öffnen. Ab Version 16.6 ist es so, dass jedes File, auch ältere Dateien aus früheren Versionen, werden beim Öffnen nur als Read-Only geöffnet. Das heißt, die Datei wird nicht verändert. Erst nachdem Sie tatsächlich Änderungen im Schematic vornehmen und diese dann auch wirklich abspeichern, erst dann erfolgt ein Upgrade des Dateiformats auf die aktuelle Version. Somit ist es möglich, auch frühere, ältere Files zu öffnen, etwas nachzuschauen und diese wieder zu schließen, ohne dass das Design-File verändert wird. Bei den Netgroups gab es noch eine kleine Erweiterung. Neu wird
sofern Sie das möchten, bei einem Port oder bei einer Bezeichnung von einer Netzgruppe wird deren Zugehörigkeit deklariert. Das heißt, der Netalias wird entsprechend um diese Information erweitert. Die hierarchischen Blöcke werden flexibler. Bisher war es nur möglich, hierarchische Blöcke in Form von Rechtecken zu platzieren. Rechtecke mit beliebiger Höhe und Breite. Neu können Sie diese Form beliebig ändern und somit eigentlich eine beliebige Grafik in einem hierarchischen Block abbilden und somit auch auf die Funktion hinweisen, die in diesem hierarchischen Block abgebildet ist. Die bestehende Funktion Autoreferenz referenziert die Bauteile direkt beim Platzieren. Das heißt, die Referenznummer wird sofort beim Platzieren vergeben. Diese Funktion hatte bisher den Nachteil, dass sie nur auf der geöffneten Schaltplanseite für die nächste freie Nummer schalte. Das konnte dazu führen, dass sie mehrere identische Referenznummern im Design hatten, einfach auf mehreren Seiten verteilt, weil diese Autoreferenzfunktion nicht alle Schaltplanseiten berücksichtigte, um die nächstfreie Nummer zu bestimmen. Für Designs mit Typ PCB wurde diese Limitierung nun beseitigt. Sofern Sie diese Option hier aktivieren unter Options Preferences, wird beim Platzieren eines neuen Bauteils wird auf dem kompletten Design nach der nächst freien Nummer gesucht und diese dann dem platzierten Bauteil zugewiesen. Wie erwähnt, diese Funktion ist nur für PCB-Design-Projekttyp verfügbar, also nicht für PSPICE. In Bezug auf Referenznummern gibt es eine weitere neue Funktion, und zwar erlaubt es Capture neuerdings in der Version 16.6, dass Sie Referenznummern manuell definieren können und diese dann auch schützen können. Das heißt, der Annotate-Befehl verändert diese manuell vergebene Referenznummer nicht, auch wenn Sie Unconditional Reference Update ausführen. Die manuell definierten Referenznummern werden gekennzeichnet mit einem Unterstrich. Das ist eine optische Unterscheidungshilfe, dass Sie maschinell vergebene Referenznummern von manuell vergebenen unterscheiden können. Im Annotate-Befehl, in diesem Dialog, gibt es zwei neue Optionen. Die sind hier ganz klein unten rechts abgebildet. Preserve Designator und Preserve User Assigned Valid References. Das heißt, sowohl der Designator, also A, B, C oder minus 1, 2, 3 bei einem Multiport Package, als auch die Referenznummer selber werden geschützt bzw. nicht überschrieben. Natürlich können Sie diesen Schutz auch wieder aufheben, entweder global, indem Sie diese zwei Optionen wieder ausschalten, aber auch selektiv für einzelne Bauteile kann dieser Schutz wieder aufgehoben werden. Wir werden das anschließend noch live sehen. Neu gibt es auch eine Wave-DRC-Funktion, das heißt, wenn Sie den Design-Check ausführen, erhalten Sie entsprechende Marker im Design, wo ein Konflikt besteht. In gewissen Situationen lässt sich dieser Konflikt nicht lösen, sondern der bleibt so bestehen. Aber Sie hatten bisher keine Möglichkeit, diesen DRC-Marker irgendwie so zu kennzeichnen, dass Sie das nächste Mal sich daran erinnern konnten, dass dieser Fehler eigentlich für Sie in Ordnung ist und nicht mehr weiter untersucht werden muss. Neu gibt es in die rechte Maustaste den Befehl Wave DRC. Dieser DRC-Marker verschwindet dann, ist optisch nicht mehr sichtbar im Design auf der Schaltplanseite. Und im Design-Check-Befehl gibt es die neue Option Preserve Wave DRC. Die sollten Sie natürlich einschalten und so erinnert sich Capture an diese gekennzeichneten DRC-Markers und meldet diese nicht mehr als neuen Konflikt. Wenn Sie diesen
diese Checkbox wieder ausschaut, dann erscheinen sie natürlich alle wieder neu. Für die CIS-Option bzw. Capture CIS gibt es die Erneuerung, dass diese Linked Database Part Befehl neu auch komplexe Hierarchien unterstützt. Das heißt, wird der gleiche hierarchische Block mehrfach abgebildet, dann unterstützt dieser Linked Database Part diesen hierarchischen Ansatz und Sie können für jede Occurrence, also für jede Verwendung im Design, können Sie theoretisch ein anderes Bauteil verlinken. Bisher gab es auch Probleme, wenn Sie spezielle Referenznummern, Präfixe oder Suffixe verwendeten. Die wurden nicht alle unterstützt und im Part Manager wurden dann teilweise die Bauteile korrekt oder eben nicht korrekt dargestellt bzw. falsch zusammengefasst. Neu werden viele verschiedene Arten von Formaten unterstützt, die hier aufgelistet sind, also zum Beispiel Unterstrich oder Minus oder der Präfix kann eigentlich fast beliebig so aufgebaut werden. So, jetzt möchte ich Ihnen Teil davon live zeigen. Ich habe hier ein Beispiel geöffnet, wo ich Ihnen den neuen Signal Integrity Flow zeigen möchte. Als vorbereitende Maßnahme müssen Sie hier im neuen Menü Signal Analysis die DC-Netze kennzeichnen. Alle DC-Netze müssen mit einem Spannungswert ergänzt werden. Der Signal Explorer braucht diese Information, damit er die Netze richtig extrahieren kann. Vor allem geht es auch darum, dass sogenannte X-Netze oder Extended-Netze richtig erkannt werden. Extended-Netze sind Netze, die sich über mehrere Teilnetze ausbreiten. Also ich kann Ihnen ein Beispiel zeigen hier. Also ein X-Netz besteht aus diesem Netz, geht über dieses diskrete Bauteil weiter zu diesem. Also jedes seriell angeschlossene Widerstand oder Kondensator wird quasi mit berücksichtigt und das komplette Extended-Netz wird so zusammengestellt. Das hat den Vorteil, dass Sie bei seriellen Terminierungen auch Längenvorgaben, Längenregeln definieren können über das Bauteil hinweg, also nicht Teilregeln nur für zwei einzelne Netze, sondern über das Ganze, wenn die Position der seriellen Terminierung nicht gravierend oder nicht so wichtig ist, beziehungsweise die Gesamtlänge auch kontrolliert werden muss, bietet sich diese Funktion an. Das nur als kleine Information, ich gehe zurück auf diese Seite. Ich selektiere jetzt dieses Netz und wähle den neuen Befehl aus und drehe die Maustaste Explore Signal. Das öffnet mir den Signal Explorer. Und das Netz wird in abstrahierter Form dargestellt. Die roten Symbole kennzeichnen einen Pin. Also zum Vergleich, Sie sehen hier das Bauteil U199 mit Pin 2 und rechts davon habe ich U11 mit Pin 7 und U12 mit Pin 7. Und genau diese Struktur habe ich hier auch im Signal Explorer dargestellt. U199 Pin 2, das ist der links, beziehungsweise U11 Pin 7 und U12 Pin 7. Die gelben Symbole stellen eine Übertragungsleitung dar. Ich kann diese Parameter entsprechend auch ändern, rechts im Options Panel, beziehungsweise Parameters Panel. Ich könnte die Länge in dieser Übertragungsleitung überarbeiten, beziehungsweise verändern. Ist jetzt hier in einer Zeiteinheit dargestellt, könnte das auch in Millimeter oder in einem anderen Längenmaß abbilden. Weiter ist hier definiert, ist es eine Microstrip oder Stripline Geometrie. Also wird diese Leitung auf einer Außenlage oder Innenlage im PCB dann geroutet. Auch die Impedanz lässt sich hier vorgeben. Automatisch wurden hier irgendwelche Annahmen getroffen. Die lassen sich natürlich, wie erwähnt, verändern. Nun kann ich hier auf diesem Pin, was meinen Sender darstellt, ein Signal definieren, als Beispiel einen Puls.
Ich starte dann die Simulation, hier dieses Icon hier, Signal Simulate, und erhalte hier das Resultat. Von jedem Pin erhalte ich eine Kurve, in der Legende links davon sehen Sie dann auch über die drei Pins abgebildet mit den entsprechenden Farben. Kann ich natürlich auch alles ändern und umformatieren, Farbe, Strichdicke und so weiter. Worauf ich auch hier hinweisen möchte, ist, dass wir hier noch nicht die Qualität vom Signal haben, die wir eigentlich haben müssen, weil ich hier entsprechendes Over- und Undershoot erkenne. Und so kann ich bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Designprozess feststellen, wo ich entsprechende Probleme in meinem Design habe. Ich kann jetzt zurückgehen in mein Schematic und Sie sehen es, ich habe es hier bereits vorbereitet. Ich habe zwei serielle Widerstände, die ich jetzt hier nur noch anzuschließen brauche. Nach dieser Änderung wähle ich erneut den Befehl Signal Explore. Die veränderte Topologie wird mir hier nun dargestellt. Und noch einmal wähle ich auf dem U99 ein Pulssignal und simuliere das neu und erhalte dann das Resultat hier dargestellt. Und Sie sehen, das Overshoot wurde schon entsprechend reduziert. Ich könnte jetzt noch weiterfahren und den optimalen Wert von der Terminierung mit Try and Error suchen oder auch mit entsprechende Lizenzen einen ganzen Suite ausführen und so den optimalen Wert finden. Natürlich kann ich auch das Overshoot mit entsprechenden Regeln eingrenzen, mit Längenvorgaben zum Beispiel oder mit entsprechenden Impedanzwerten auf den Leitungen. Auch das kann ich natürlich simulieren, indem ich die entsprechenden Parameter ändere. Und über Setup Constraints kann ich auch entsprechende Regeln definieren. Sei das eine Längenvorgabe über Propagation Delay oder Impedanzen. Das funktioniert ganz einfach. Ich wähle den entsprechenden Pin aus, zum Beispiel von hier nach hier, von U99 zu U12. Das wird automatisch übernommen und ich wähle dann hier entsprechende Längenvorgabe, zum Beispiel 1000. Also hier in Länge, das wäre zum Beispiel 5000 mm bis 5500 mm, fügt dann diese Regel hinzu. Okay. Und kann über File, Update Capture diese Regel ins Capture zurückspeichern. Diese Regel sehe ich dann natürlich auch in den Properties von diesem Netz. Unter Flatnets habe ich dann hier unter Electrical Constraint Sets den entsprechenden Regelsatz abgebildet. Standardmäßig wird hier der Netzname als Name übernommen. Und diesen Constraint Set erkenne ich, da sehe ich dann auch wieder, wenn ich im PC bin und den Constraint Manager öffne. So viel zum Signal Integrity Flow, der neuesten Capture. Was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, ist der Save As-Befehl, der neu hinzugefügt wurde. Also ich kann hier im Projektfenster auf Design Resources diesen neuen Befehl auswählen, Save As. Kann hier einen neuen Ordner definieren und gegebenenfalls einen neuen Projektnamen und das komplette Design unter neuen Ordner und neuen Namen speichern. Dann die User Assigned RefDes möchte ich Ihnen ebenfalls zeigen. Ich öffne hier eine bestimmte Seite und Sie sehen hier entsprechende Referenznummern vergeben. Ich kann jetzt hier hingehen und diese Referenznummer selektieren
und kann diese manuell überarbeiten. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel 10.000 meinen Kreis als Referenznummer. Und sofort nach meiner Änderung wird diese Referenznummer mit einem Unterstrich markiert. Wenn ich jetzt den Annotate-Befehl ausführe, habe ich neu diese zwei Optionen hier, Preserve Designate. Und wenn ich das aktiviere und auch wenn ich ein Unconditional Reference Update ausführe, bleibt diese Referenznummer unverändert. So. Über Rechtsklick, wenn ich das Symbol selektiere, kann ich über Rechtsklick diesen Schutz auch wieder aufheben. Hier User Assigned Reference Unset. Der Unterstrich, das war es noch nicht. So, Unset, der Unterstrich verschwindet. Wenn ich jetzt nochmals den Annotate-Befehl ausführe, dann werden Sie feststellen, dass diese Referenznummer geändert wird und in den bisherigen Nummernbereich zurückgeändert wird. Wobei, jetzt habe ich vergessen, die zwei Optionen hier noch auszuschalten. Ah, Moment, das war das ein. Ja, Sie sehen, das ist eine Live-Demo. Irgendwas funktioniert hier nicht. Müsste ich jetzt genau noch abklären, aber wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, deshalb lasse ich das einfach mal so stehen. Ich gehe zurück ins andere Design. Ich kann es hier nochmals zeigen, also ich wähle jetzt hier um 700. Tools Annotate. So, jetzt habe ich die beiden Optionen wieder eingeschaltet, Unconditional. Das heißt, jetzt bleibt es stehen. Und wenn ich jetzt diese zwei Optionen wieder ausschalte, dann müsste überschrieben werden. Genau, ja, es funktioniert. So, eine weitere Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Wave-Dearson-Funktion. Ich führe hier ganz einfach mal den DRC aus, Designer Check. So, ich kriege hier entsprechende Fehler dargestellt. Ich kann jetzt diesen hier selektieren, rechte Maustaste, Wave DRC. Der verschwindet dann auch. Und wenn ich jetzt erneut den Designer Check ausführe, diese Option hier aktiviere, dann erscheint der nicht mehr neu. So, dann gehen wir weiter in der Präsentation. Sie haben vielleicht bereits das genutzt ab 16.5, ab der Version 16.5. Wurde Capture durch die Tickle-Programmierung ergänzt und es lassen sich so eigentlich fast beliebige Funktionen zu Capture dazu programmieren. Das heißt, Capture wurde eigentlich so weit geöffnet, dass eigentlich beliebige Funktionen dazu erstellt werden können. Sie können auch Schnittstellen zu Drittsystemen so aufbauen und ich möchte Ihnen in der verbleibenden Zeit hier einige Beispiele zeigen. Viele von diesen Tickle-Funktionen sind auch kostenlos verfügbar über den Orchid Marketplace und viele Funktionen werden auch bereits mit der Installation bereitgestellt. Also Tickle ist sehr weit, sehr tief in die Capture-Struktur, in die Capture-Architektur implementiert. Sie können direkt auf die Capture-Datenbasis zugreifen.
Sie können mit Tickle auch Abläufe automatisieren, Sie könnten Symbole generieren, Sie könnten Designs generieren, soweit das eben die Anwendung entsprechend erfordert. Tickle-Funktionen lassen sich auch verschlüsseln, das heißt, Sie können diese dann auch Ihren Partnern zur Verfügung stellen, ohne dass die Einblick haben in den Quellcode. Wie gesagt, sehr vieles ist möglich. Sie können auch Dateien schreiben, Sie können Dateien bearbeiten, Sie können die Seitenerstellung spezifisch überarbeiten. Sie können Attribute bearbeiten oder hinzufügen, beziehungsweise eben, wie gesagt, ganze komplette Designs erstellen. Es gibt sogenannte Callbacks in Capture, das sind bestimmte Ereignisse, die abgefangen werden können. Und bei Eintreten eines solchen Ereignisses wird dann eine von Ihnen bestimmte Tickle-Funktion ausgeführt. So lässt sich zum Beispiel das Erstellen einer neuen Schaltplanseite abfangen. Und Sie können dann zum Beispiel einen Tickle-Block nicht nur unten rechts platzieren, wie das die klassische Capture-Funktion zulässt, sondern Sie könnten quasi oben links oder auch mehrere Tickle-Blöcke an jeder Schaltplanseite einen Block platzieren. Sie können den Speicherbefehl abfangen. Es gibt da sogar noch die Unterscheidung After Design Save, Before Design Save oder After Library Save oder Before Library Save. Also die Liste ist sehr lang und sie wird auch in Zukunft noch weiter anwachsen. Weiter gibt es auch eine Design Compare Funktion, die mit Tickle genutzt werden kann. Dazu ist allerdings die CIS-Lizenz erforderlich, weil es da bereits implementiert eine bereits implementierte Funktion ist. Sie könnten so quasi einen Report erstellen und sich Unterschiede von zwei Versionen vom gleichen Schaltplan und vom gleichen Design auswerten lassen. Auch eine Import-Export-Funktion wurde ermöglicht mit Tickle. Sie können Designs und Libraries ins XML-Format exportieren oder auch wieder importieren. Weiter ist es möglich, benutzerspezifische Design-Rule-Checks zu erstellen und diese dann auch auszuführen. Dazu habe ich ein Beispiel, das wir später noch sehen werden. Sie können so das Design auf bestimmte Kriterien überprüfen, die der herkömmliche Design-Rule-Check nicht bietet. Einige Beispiele sehen Sie hier aufgelistet, überlappende Verbindungen, irgendwelche Kurzschlüsse, oder auch Referenznummern, die nicht mit den Vorgaben in der Library übereinstimmen oder nicht geschlossene Verbindungen und so weiter und so fort. Auch der Tooltip lässt sich überarbeiten oder beziehungsweise ergänzen. Der Tooltip erscheint, wenn Sie mit dem Cursor über ein bestimmtes Objekt fahren. Ohne das Objekt zu selektieren, erscheint bereits der Tooltip-Text. Das kann über ein Netz, einen Bus oder auch einen Bauteil sein. Sie könnten da nicht nur statische Texte, wie es hier gezeigt wird, darstellen, sondern auch beliebige Attribute. Und in naher Zukunft wird es auch möglich sein, dass Sie mit der Maus auf einen hierarchischen Block fahren und ohne diesen zu öffnen, wird Ihnen in einem dynamischen Bild der Inhalt von diesem hierarchischen Block dargestellt. Sobald Sie mit der Maus wieder wegfahren, verschwindet dieses Bild wieder. Theoretisch ist es auch möglich, dass Sie das Capture Design File als Dateicontainer verwenden. Sie können über Tickle, ähnlich wie Sie das in einem ZIP-File machen, externe Daten noch mit archivieren. Das heißt, Sie haben dann zum Beispiel Datenblätter oder entsprechende Application Notes von irgendwelchen Komponenten im Design File drin archiviert und im Windows Explorer erscheint das trotzdem nur als eine einzige Datei, nämlich die DSM-Datei von Capture. Auch für CIS sind entsprechende Erweiterungen möglich. Sie können beliebige Attribute aus der Komponentendatenbank als Kriterium verwenden. Sie können Filter erstellen und so die einzelnen Datensätze farblich kennzeichnen. Sie können zum Beispiel abgekündigte Bauteile grau darstellen und sogar auch die Platzierung von diesen Bauteilen verhindern. Das heißt, sie werden zwar hier dargestellt, damit bestehende Designs
noch die vollständigen Informationen haben, aber in neuen Designs lässt sich ein abgekündigtes Bauteil dann nicht mehr platzieren, beziehungsweise Sie können mit Platzierbefehlen unterdrücken oder verhindern. Dazu sehen wir dann gleich im Anschluss ein Beispiel. Auch die Menüs von Orchid Capture können Sie verändern, überarbeiten, ergänzen. Sie können eigene Menüs hinzufügen und die für Sie wichtigsten Befehle zum Beispiel da in diesem neuen Menü gruppieren oder natürlich auch neue Befehle erstellen, die mit SQL entwickelt wurden. Das funktioniert für das allgemeine Capture-Menü oben, aber auch für die Kontextmenü, welche über die rechte Maustaste verfügbar sind, einerseits auf Schaltplanebene, aber auch im Projektfenster. Sie können über Pickle auch Bauteile platzieren, so ist es eigentlich nicht mehr zwingend notwendig, dass die entsprechende Symbollage zuerst angemeldet sein muss, sondern mit Pickle können Sie mit einem einzelnen Befehl ein Bauteil platzieren. Sie können Suchbefehle erstellen, Sie können Suchausgaben spezifisch so auswählen, wie Sie es verwenden. Sie können Stücklisten erstellen, die in einem Drittsystem, PLM-System zum Beispiel, wieder importiert werden. Sie können die genau in dem Format generieren, wie sie von diesem Drittsystem eben erwartet werden. Sie können Bauteile komplett erstellen. Und wichtig dabei ist zu wissen auch, dass Sie Befehle manuell ausführen können. Es gibt eine Journaling-Funktion, das heißt, manuell ausgeführte Befehle werden aufgezeichnet im Tickle-Script-Format. Und diese einzelnen Befehle können Sie dann natürlich kopieren, in ein eigenes Tickle-File übernehmen, abspeichern und dieses dann später wieder neu ausführen. Sie können eigene Netzliste-Formate erstellen und Sie können die, sofern irgendwelche GUIs notwendig sind, also grafische Oberflächen, können die sehr einfach im HTML-Format erstellt werden, also das ist sogenannte Hybrid Applications. Sie können Web-GUIs kombinieren mit Tickle-Funktionen. Ein Beispiel, das wir sehen werden, sind eben diese Customized Design Rule Check-Funktionen, die basieren auf einem HTML User Interface. So, das überspringe ich jetzt mal und möchte Ihnen diese Beispiele noch live zeigen. Ich gehe zurück ins Capture und starte nochmals das andere Projekt. So. Als erstes möchte ich Ihnen die Capture-Sys-Funktion zeigen. Ich starte mit dem Befehl Place Database Part, gehe in den Sys-Explorer und suche jetzt aus meiner Datenbank ein Bauteil. Und Sie sehen jetzt hier dieses Attribut EDI Status und hier steht Unverified. Jetzt habe ich eine entsprechende Tickle-Funktion so konfiguriert, wenn hier der Wert Unverified steht, als Beispiel, dann soll dieses Bauteil nicht mehr platziert werden können. Ich kann es versuchen über Doppelklick und es erscheint dann eine von Ihnen definierte Meldung. Weiter wäre es auch möglich, die Farben hier zu verändern, wie dass Sie das in der Präsentation gesehen haben. Das habe ich jetzt hier noch nicht vorgenommen. Also ich könnte hier statt grün dieses Bauteil dann eben rot oder schwarz oder in beliebige Farbe darstellen, das auch optisch bereits erkennbar ist, dass das Bauteil nicht verwendet werden darf. So, für die restlichen Tickle-Funktionen muss ich Capture schnell beenden und einige Dateien aktivieren. Einen Moment. So, start Capture neu. Das gleiche Design noch einmal. Sie sehen bereits oben haben sich jetzt einige Menüs dazu ergänzt. Das sind nur Beispiele, Flowware,
mit Muster Hugo Boss. Das lässt sich natürlich beliebig konfigurieren. Was wir bereits von Flowcats implementiert haben, ist das Interface zu SVN. Das ist ein System mit Datenversionierung, also ein Dokumentenmanagement-System, das wir direkt in Capture implementiert haben. Das Capture Designs lassen sich so einchecken mit Check-in. Es gibt einen Check-out-Befehl und wie erwähnt auch diese Compare-Funktion. Das heißt, Sie können eine ältere Version vom Design mit der aktuellen Version vergleichen und so prüfen, was sich alles geändert hat. Das heißt, das Capture muss nicht mehr verlassen werden, um eben mit SVN kommunizieren zu können. Technisch ist es auch möglich, mit anderen Systemen eine Verbindung herzustellen. Tickle ist da sehr flexibel. Weiter möchte ich Ihnen den Tooltip zeigen. Also wenn ich jetzt hier über ein Objekt fahre mit der Maus, dann wird bei mir jetzt zusätzlich noch das Datum und die Zeit dargestellt. Soll hier nur ein Beispiel sein, weil das wahrscheinlich wenig nützlich oder hilfreich ist. Aber wie erwähnt, theoretisch lassen sich hier auch Attribute darstellen. Artikelnummer von eines Bauteils oder eben ob es abgekündigt ist oder was auch immer. Customized Design Object möchte ich Ihnen als letztes noch zeigen. Dazu wechsle ich wieder in das andere Projekt. So, Sie sehen hier an dieser Seite einen Widerstand, dessen Referenznummer wurde manipuliert, also das müsste eigentlich R1 sein. Das R wurde aus irgendeinem Grund entfernt. Mit dem bisherigen Designer-Object würden Sie diesen Fehler nicht finden. Sie könnten die Netzliste problemlos erstellen und auch das PCB-Layout erstellen. Das könnte sogar noch in die Fertigung gehen und der Fehler würde potenziell unentdeckt bleiben. Mit der Customized DRC-Funktion lässt sich eben auch solches prüfen. Ich kann hier diesen Custom DRC aktivieren. Habe hier entsprechende Design-Checks. Und hier habe ich eben diesen Path Reference Prefix Mismatch. Den habe ich hier aktiviert, speichere das Ganze. Und wenn ich den Design-Check nun ausführe, dann meldet mir Capture den entsprechenden Fehler im Design Report. Mit entsprechender Einstellung kann ich mir natürlich auch einen DRC-Marker platzieren an entsprechender Stelle. Das hilft natürlich noch mehr, um Fehler zu erkennen, bereits optisch. Sie sehen jetzt hier diesen grünen Kringel. Doppelklick und hier zeigt mir die Meldung Prefix Mismatch. So, damit bin ich auch am Ende von meiner zweiten Demo und auch am Ende der Präsentation der Neuigkeiten im Orchid Capture. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns demnächst wieder hören. Vielen Dank. Bei Fragen stehen wir unter der genannten Telefonnummer und E-Mail-Adresse natürlich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.